Musik am Spazierstock hieß es kürzlich im Kammermusiksaal der Musikschule Bruck. Was es damit auf sich hat und wie dieser Begriff Musik am Spazierstock zu verstehen ist, erfahren Sie in unserem Beitrag. Wir sind das Csakhan-Trio aus Graz. Csakhan ist die Bezeichnung für die Gehstockflöte aus dem Biedermeier. Das ist der Vorläufer von der Blockflöte in der Biedermeierzeit. Eine Blockflöte, die im Spazierengehen auch verwendet worden ist. Und nach diesem Csakhan, so heißt das Instrument nämlich, haben wir unser Trio auch benannt. Wir haben zwei Csakhane dabei, zwei Csakhan-Blockflöten. Und eine Gitarre aus dem Biedermeier, also eine Original-Biedermeier-Gitarre, die jetzt schon 200 Jahre alt ist. Wir sind drei Musiker, Yvonne Weichsel, Robert Finster und Hans Palier, das bin ich. Wir bringen heute Biedermeier-Musik, das ist also Musik vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Franz Schubert wäre so ein bekannter Komponist, der in diese Richtung komponiert hat. Und es geht darum, dass diese Stücke vom Solo, Csakhan mit Gitarre oder zwei Csakhan, ein Duo oder am Schluss dann eine Serenade für zwei Csakhan und Gitarre von Komponisten wie Diabelli oder Stefan Franz, der weniger bekannt ist, oder auch Wolfgang Amadeus Mozart, da spielen wir ein Opernarrangement für zwei Csakhane. Das ist ein Csakhan. Der Csakhan ist ein historisches Instrument. Es ist die Weiterentwicklung der barocken Blockflöte. Also Sie sehen, es hat die gleiche Art, das Instrument anzuspielen. Die Tonerzeugung ist die gleiche. Gebaut wurde er von ca. 1800 an bis ca. 1850. Und zwar interessanterweise nur in der Gegend von Pressburg, Wien und Budapest. Es gibt zwei Arten. Es gibt den sogenannten einfachen Csakhan, der nur Grifflöcher hat, also einer Blockflöte sehr ähnlich ist und den man auch mit einer Verlängerung zur Spazierstockflöte machen kann. Und ab 1820 entwickelt sich dann dieses Instrument mit mehreren Klappen, das ist der sogenannte komplizierte Csakhan, der dann auch mehr Möglichkeiten bietet zur Dynamik und Klangfarbe. Es war jedenfalls ein musikalischer Hochgenuss aus der Biedermeierzeit mit Yvonne Weichsel, Robert Finster und Hans Palier. Übrigens, Robert Finster war auch lange Zeit an der Musikschule Bruck tätig.